Ist das wahr? Ich kenne nur das eine Video. Ich dachte, das war aber fake, ne? Das mit dem Schrank, oder? Wir gehen jetzt rein bei Jules auf den Zweit-Channel auf den Spuren deutscher Memes. Jules, ganz kurz zur Info, Jules hat einen zweiten Channel gemacht, weil auf dem ersten Channel, also auf dem Main-Channel, die Videos, ihr kennt das, die gehen immer 7 Stunden und dauern immer 3 Jahre zu produzieren, sind super lang, super aufwendig. Und er hat den Channel gemacht, den Zweit-Channel, um da quasi kürzere Videos reinzuballern. Wie zum Beispiel hier, das geht ja nur 15 Minuten. Das geht nun wirklich nicht. Ich bin so enttäuscht. Was? Nur 15 Minuten? Wie kann man das überhaupt Video nennen? Ja, auf den Spuren deutscher Memes, rein in den Lachs. Ich frage mich, ob ich da welche kenne. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ich habe das Gefühl, das Video wird unangenehm. Ich habe jetzt schon das Gefühl, das Video wird unangenehm. Alarm! Alarm! Davis, 1 und 1. Davis, bleibt alles so, wie es hier ist. Rudi, Lamborghini. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Aber wie aufwendig gemacht einfach, ne? Deutschland hat eine sehr eigene Meme-Kultur. Natürlich haben wir auch die Memes, die es schon seit Ewigkeiten im internationalen Bereich gibt. Doch unter all diesem ganzen Müll gibt es die deutschen Urgestein-Memes. Die Klassiker, die uns schon seit Jahren begleiten und jedes Mal aufs Neue zitiert werden. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt. Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. So eingeschweißt in die deutsche Kultur, dass man international nur noch mehr Respekt vor uns haben würde, wenn man diese Memes auf die Leute loslassen würde. Bruder, ich rasier dich mit diesem Messer, Bruder. Mit meinem Shampoo. Jedenfalls die meisten davon. Was? Aufgang, pass auf! Ach du Scheiße! Okay, also erstmal stammen verdächtig viele unserer Memes aus irgendeinem Grund aus steinalten und unfassbar schlecht geschauspielerten Pornografiefilmen. Ja, Stroh! Oh. Alarm! Alarm! Das war so klar. 30% unserer Memes. Ja, er ist ganz ehrlich, für mich bis heute immer noch das beste deutsche Meme, der Kollege. Ich muss ihn einfach, wo haben wir denn? Nein, wo ist er denn? Wo haben wir denn? Ich will ihn einblenden. Ha? Oh Gott, da. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Ich liebe ihn einfach. Er ist einfach der Allerbeste. Er ist der Allerbeste, kurz danach gefolgt von, eigentlich auch von ihm hier. Schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Wohl schaffen, ne? Und ich finde, sollte ein Meme werden, einfach, wäre schön, wenn es ein Meme geworden wäre, aber wir haben ihn nie vergessen. Ich wünschte, es wäre ein Meme geworden. Ist leider nicht so, aber naja, bei uns wird er immer noch weiter existieren. Memes beinhalten alte, verwirrte deutsche Rentner, die nicht mal ansatzweise erahnen können, wie bekannt sie eigentlich im Internet sind. Wahrscheinlich, weil sie nicht mal wissen, dass so etwas wie das Internet überhaupt existiert. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ja, warum? Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal, warum? Warum? Ich sehe meine ganzen Buttons hier. Warum? Szenen aus dem Trash-TV, die irgendwann mal vor Jahren bei ihrer 8. Wiederholung wochentags um 11.34 Uhr auf RTL 2 liefen, bei denen man sich wirklich nicht sicher ist, ob sie schlecht geschauspielert wurden oder Menschen Hütchen mit Reis darstellen, die wirklich so dort draußen existieren. Kontextlose schreiende Leute. Oh mein Gott, was wäre die deutsche Meme-Kultur ohne die kontextlosen schreienden Leute? Und während die meisten einfach nur durch Zufall das Internet war ein Fehler. Sind, weil jemand gerade die Kamera auf beispielsweise irgendeinen Jungen, der nicht aus dem Bus kam, draufgehalten hat. Ich muss raus! Gibt es über ein paar Memes ein wenig mehr zu erzählen. Und genau diese nehmen wir heute etwas genauer unter die Lupe.
Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Field? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Walter Frosch, ein Fußballspieler aus Ludwigshafen. Augenscheinlich sehr gut ausgestattet auf dem Fußballfeld. Als ob da gerade die Airwolf-Melodie im Hintergrund ist, das kennt keiner mehr heute. Einer Zeit, in der Rauchen noch als gesund angesehen wurde. Hier, danach geht's dir besser. Hey! Doch hinter dieser Person steckt mehr als nur ein einziger Clip aus einer Sportschau. Denn wenn man sich ein wenig mehr mit ihm beschäftigt, merkt man schnell, was für eine unfassbare Legende dieser Mann war. Ein Spieler, um den sich die Bundesliga-Clubs reißen müssten. Walter Frosch war für genau drei Dinge bekannt. Fußballspielen ohne Rücksicht auf Verluste, Rauchen und Saufen. Wer hat Angst vor Walter Frosch? Seine Spitznamen waren Frosch der Treter, Treter der Liga sowie der wandelnde Kneipentresen. Und zugegeben hätte ich ziemlich viel Angst, wenn mir jemand mit so einem Spitznamen auf dem Platz begegnen würde. Viele Leute behaupten von mir, das ist einer der größten Treter im Südwesten. Ich muss ich dementieren. Da diese Leute nach meiner Meinung keine Ahnung haben vom Fußballspielen, sollten doch viel besser Tischtennis spielen oder Tischtennis zuschauen. Die Kneipe war sein zweites Zuhause. Auf in die Kneipe! Einmal war er am Vortag eines Spiels gegen Schalke bis 3 Uhr nachts noch mit seinen Jungs draußen, hat vorgeschlagen, für 10 Liter Bier ein 400 Meter Wettrennen zu machen, gab all seinen 5 Kollegen ganze 100 Meter Vorsprung und hat trotzdem gewonnen. Das ist die Kraft des Bieres, meine Freunde. Er kam somit regelmäßig verkatert zum Spiel, hat dann angefangen, alle Leute wegzugrätschen und sich zu prügeln oder mit irgendwelchen anderen Spielern Stress anzufangen. Laut eigener Aussage rauchte er 60 Zigaretten pro Tag, was auch die angenehm hohe Stimme erklärt. Ja, alles in Ordnung. Irgendwann unterschrieb er sogar bei Bayern, doch nachdem er sich mit dem Trainer gestritten hatte und dieser schnauzte, wenn du keine Lust hast, bei Bayern zu spielen, dann geh doch einfach, ging Walter Frosch einfach und wechselte ohne zu zögern den Verein. Auf seine bereits 19 gelben Karten vor Saisonende wurde er irgendwann angesprochen und sagte nur, 19? Im Spiel in Berlin hole ich mir noch eine gelbe und dann ist das doch eine runde Sache, oder? Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Im Fußball etablierte Gelbsperre, also dass Spieler nach einer gewissen Anzahl von Karten nicht mehr mitspielen dürfen, ist einzig und allein wegen Walter Frosch und seiner Sammlung von gelben Karten entstanden. Also Legende sein einfach. Sein schwerster Gegner, den er bis dahin hatte, war kein Fußballverein, sondern laut eigener Aussage der Kneipentresen. Nachdem dann irgendwann dieser Clip entstanden war und jeder merkte, wie unfassbar wichtig Walter seine Zigaretten sind, passierte leider dann das Unausweichliche und Walter Frosch verstarb an Krebs und bleibt heute für seine legendären Anekdoten in Erinnerung. Holy shit, was eine Reise. Warum hier nur? Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Was für eine Legende. Das nicht Carsten, nicht Walter Frosch. Okay, wer ist Carsten? Warum fällt er hin? Und vor allem, was ist mit ihm los? Was ist denn mit Carsten? Die Frage, die schon seit Jahren das ganze Internet begleitet. Ich glaube, wenn man eine Zeitmaschine bauen würde, um damit dann in die Vergangenheit zu reisen, würden sich die Leute dort schon fragen, was denn mit Carsten los ist. Aber was ist denn mit Carsten, was ist denn mit Carsten los? Ja, was ist denn los? Die Kommentarsektionen haben auf jeden Fall sehr interessante Theorien über diesen Mann, der aus dem Heiterem einfach anfängt, gegen einen Wohnzimmertisch zu sprinten. Der ist bestimmt auf einen Lego-Stein getreten. Beschleunigungsfeld aus Mario Kart. Hatte keine Chance. Er hat zu viel in Geschwindigkeit geskillt. Goldpilz auf der Strecke ist aber auch gefährlich. Carsten Wollner ist Schlangenexperte und züchtet bei sich zu Hause exotische Tiere, wie zum Beispiel diesen Dinosaurier hier. Was? Okay, der ist nicht echt, aber dafür diese gelbe Schlange in seiner Hand. What are you so mad about, you old cocksucker?
Oder gebissen? Ist er gestolpert? Nach dem Clip, welcher aus der Fox-Sendung Wildes Wohnzimmer, in der Leute ihre exotischen Tierhobbys zeigen, stammt, meldeten sich zahlreiche Leute bei ihm. Manche, die ihn einfach nur anrufen, um zu fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist eigentlich mit dir los, Carsten? Manche, die einfach nur Fans von ihm waren, oder eine Lehrerin, die für ihre Schüler rausfinden wollte, was denn jetzt mit ihm los sei. Und was ist seit mit ihm diesem los? Clip findet man unter gefühlt jedem Video, bei dem irgendeiner hinfällt oder plötzlich losrennt, mindestens einmal den Kommentar, was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Nun, aber was ist denn jetzt mit Carsten los? Can I stay? Ist irgendwie an mir vorbeigegangen, was mit Carsten los? Carsten Wollner lebt mit Diabetes Typ 1 und wenn er unter hohem Stress steht, wie in anscheinend diesem Video hier, wird der Körper stark unterzuckert. Erst sind es kleine Anfälle oder starke Schwitzen, doch so 3 bis 4 Mal im Jahr fühlt es sich für ihn so an, als übernehme eine fremde Macht seinen Körper. Und genau das ist in diesem Clip passiert. Carsten selber ist laut eigener Aussage übrigens gar kein Fan von den Videos und kriegt das Gefühl, dass sich Leute über einen Kranken lustig machen würden. Aber ich glaube, durch dieses deutsche Urgestein von Meme wird Carsten bei den meisten eher wie ein Held gefeiert. Hi, ich bin's Michel. Der Carsten ist komplett an mir vorbeigegangen. Also die Leute, man muss aber ganz kurz eben kontextualisieren, die Leute machen sich nicht über Diabetes lustig, ne? Das vielleicht mal differenzieren ein bisschen, sondern die machen sich einfach über dieses, was ist denn mit Carsten los? Ich glaube, das ist der Aufhänger eher. Also muss man unterscheiden, ganz dringend, ja. Ist jetzt nicht so, dass sich irgendwer jetzt darüber, haha, der ist krank oder so, darum ging es ja nie. Ist aber, genau, ist auch an mir auch komplett vorbeigelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nur wenn Leute sagen, ah, ist nicht lustig und so weiter, verstehe ich auch, aber Leute haben sich nie darüber lustig gemacht. Ich glaube, 99,9% wissen das einfach. Also wahrscheinlich, alle wissen es wahrscheinlich eher nicht. Und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Das kenne ich. Tja. Michel ist leider nicht mehr unter uns. Der Schrank war einfach zu mächtig. Michel und Sven, zwei Jungs aus irgendeinem Dorf in Deutschland, wo sehr wahrscheinlich viel... Ist das wahr? Ich kenne nur das eine Video. Ich dachte, das war aber fake, ne? Das mit dem Schrank, oder? Das mit dem Schrank war doch fake. Sven, wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Tja, Michel ist leider nicht mehr unter uns. Der Schrank war einfach zu mächtig. Michel und Sven, zwei Jungs aus irgendeinem Dorf in Deutschland, wo sehr wahrscheinlich viele Kühe stehen. Ja, Kung Fury! Wurden durch dieses Video beide relativ schnell berühmt. Für damalige YouTube-Verhältnisse war es für ein paar Wochen das virale Video. So gut gemacht, den kann man auch in der Lokalzeit zeigen. Ah. Mehrfach gezeigt im Fernsehen. Ah. Galileo, verstehen Sie Spaß, CNBC, zahlreiche andere Fernsehsender, ein gewonnener Web-Videopreis. Guys, don't feel bad for them, they're German. Das schreit nach A-Place-Rache. Die kompetentesten Experten haben versucht, dieses Video zu reproduzieren. Wie konnte Michel überleben? Was ist mit dem Fisch im Aquarium passiert? Izzys Weg nach Hause. Geht es dem Schrank und seiner Schrankfamilie gut? Fragen über Fragen. Doch die Antwort auf diese Fragen ist gar nicht mal so weit entfernt. Sie ist nämlich ganz oben verlinkt in der Videobeschreibung. Ein Bekannter von Michel und Sven hat für seine Bachelorarbeit an einer Medienschule ein Projekt in Richtung Fake News und Meinungsmache in den Medien gestartet. Glaubst du alles, was du im Netz siehst? Geil. Und dazu gab es eben eine selbstgemachte Fake-Reportage. Bei mir im Studio begrüßen darf ich jetzt Frau Ingrid Böckel, Mutter des tragisch verunglückten Jungen. Ein Trash-Hochzeitsvideo. Und eben zwei Jungs, von denen einer bei einem Zaubertrick umkommt. In der Nähe von Michel und Sven stand damals ein altes Haus, welches eh abgerissen werden würde. Und so dachte man sich, man nehme einen alten Schrank, stellt eine Kamera hin und albert erstmal ein bisschen herum.
Der an einem Fenster stehende Schrank wurde in einem separaten Take einfach durch die Hand auf den Boden geschubst, vor allem, weil ein kleiner Michel offensichtlich nicht ausreicht, um einen ganzen Schrank umzuschubsen. Michel und Sven konnten somit ganz entspannt ein bisschen schauspielern, sich zu Boden werfen und voilà, ein perfektes virales Fake-Video. Die Hinweise, wie zum Beispiel der sich auf einmal bewegende Stift zwischen den Frames, wurden zwar ein paar Mal kommentiert, doch wurden diese überschattet von den Leuten, die schrieben, oh my god, Michael is fucking dead. Als das Ganze dann durch die Decke ging, also wortwörtlich, wurde sich auch noch an ein paar Nachfolgern versucht. Looks like they got over Michael's death. Hallo, ich bin Michael und springe über eine Kuh. Was? Und jetzt springe ich über einen Hund. Juhu! An sich waren es einfach nur zwei Jungs mit einer Kamera und viel Freizeit. Ja. Dann gab es noch einen Autotrick, der auch nochmal ganz gut an Popularität gewann. Jedoch wurde dieser ziemlich schnell runtergenommen. Wahrscheinlich, weil Leute den sich auf magische Weise nicht wirklich bewegenden Schatten kommentierten. Oh. Did you see what I did there? It's a scam. Das sind Michel und Sven heute. Laut einem Vice-Interview aus 2020, beide in ihrer Ausbildung und sich darüber freuend, dass sie früher durch die ganze Sache kurzzeitig die Stars auf dem Pausenhof waren und sich von den paar hundert dabei rumgekommenen Euro ein paar coole Lego-Sets leisten konnten. Welcome to a town that doesn't exist. Bielefeld. Ich habe einmal in Braunschweig gewohnt, ne? Ganz kurz zum Bielefeld-Dingens. Ich habe in Braunschweig gewohnt und mein Bruder hat damals in Darmstadt studiert. Und da ist der kleine Erik, ja, mit seinem Fiat Uno, wollte immer seinen Bruder besuchen fahren. Und auf der Strecke von Braunschweig nach Darmstadt fährt man an der Ausfahrt Bielefeld vorbei. Aber die war immer gesperrt wegen Baustelle. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeigefahren bin, war diese Abfahrt nach Bielefeld gesperrt wegen Baustelle. Wollt's nur sagen. Ich erinnere mich, ich glaube, ich war sogar mal in Bielefeld irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum. Und es gab irgendwie ein Cinemax am Bahnhof oder so, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich weiß nicht mehr genau, warum ich da war. Irgendwie, diese Erinnerung ist lückenhaft in meinem Kopf. Vielleicht wurde ich auch eingepflanzt von der Regierung. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so das Gefühl, ich war da, aber ich weiß halt überhaupt nicht mehr, warum sollte ich denn da gewesen sein. Und kenne ich da überhaupt jemanden? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ist einfach so, ja, ich glaube auch, das ist eine Erinnerung, die wurde eingepflanzt von denen da oben, ja, die auch den Mond projizieren. Ich glaube, das war so ein Ding. Does not exist. Bielefeld gibt es nicht. Es werden zahlreiche Straßenschilder gefickt. Kennzeichen werden an ausgewählte Leute vergeben, um den Anschein zu erwirken, diese Stadt würde existieren. Und die Anzeichen auf eine große Verschwörung von den bösen Mächten werden immer klarer. Ich freue mich, dass Creepy gerade im Video war. Und abgesehen davon, immer wenn wir darüber reden, haben wir so zwei, drei Leute, die ich noch nie gelesen habe. Die schreiben dann immer, warte mal, sehr gut. Die schreiben dann immer in den Chat, ich wohne in Bielefeld. Aber es sind immer so Namen, die man noch nie gelesen hat, die zum ersten Mal schreiben gefühlt. Ja, das ist auch sehr, sehr suspekt immer, sehr suspekt. Hey, ja? Wer ist Clara? Ewig lange gesperrte Autobahnen nach Bielefeld. Auf Google Maps war lange Zeit da, wo Bielefeld angeblich steht, nur Wald zu sehen. Wie kann es sein, dass Bielefeld existiert, wenn User SDSNATS35 behauptet, er käme aus Bielefeld und würde nicht existieren? Dieser Redditor hat ein Foto von Bielefeld gemacht und siehe da, man sieht, es existiert nicht. Die großen Mächte da oben sind so sehr bemüht, die Nicht-Existenz von Bielefeld aufrechtzuerhalten, dass sie irgendwann sogar eine ganze Stadt mit dem Namen Bielefeld gebaut haben, welche genau dort steht, wo Bielefeld angeblich sein sollte. Nun, dieser ganze Mythos stammt exakt aus dem Jahre 1993, oh, als Informatikstudent Achim Held einfach aus Joke auf einer Studentenparty sagte, yo, Bielefeld gibt es nicht. Die Idee dieser Verschwörung war damals anscheinend so lustig, dass man im Bekanntenkreis den Joke einfach weitererzählt hat und irgendwann fand er auch seinen Weg in das Internet. Und wisst ihr, wie das Internet 1993 aussah? 99% hässlicher Text. Ja, das erste existierende Meme zu der Zeit war... Oh, das Dancing Baby habe ich gehasst. Das war, glaube ich, wirklich das erste Meme überhaupt und dieses Dancing Baby war so scheiße. Und alle haben das irgendwie irgendwem geschickt.
dieses verfluchte Baby in 3000 Formen. Und es war halt nicht mal lustig oder sonst irgendwas. Es war nur nervig und sieht so wahr aus. Oh. Ein tanzendes Baby. Und ja, wenn ihr mich fragt, repräsentiert das ganz schön gut, wie hoch die Messlatte damals war und warum ein ellenlanger Internettext über die Nicht-Existenz einer deutschen Kleinstadt so viral ging. Heute kann man gefühlt jeden zweiten Bielefelder fragen und der wird mindestens schon einmal mit der Aussage Bielefeld gibt es nicht konfrontiert worden sein. Wenn ich sage, ja, ich komme aus Bielefeld, sagen, ja, das gibt's ja gar nicht. Ich war kürzlich erst in Australien, da wurde mir auch schon direkt gesagt, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Wird immer wieder darauf angesprochen, dass es Bielefeld nicht gibt. Manche Bielefelder nervt es sogar so sehr, dass sie sich schon schlagfertige Antworten auf die Aussage überlegen müssen, wie zum Beispiel die verzweifelten Leute aus dem Bielefelder Subreddit. Keine Sprüche, einfach gut ostwestfälisch aufs Maul. Sehr unzivilisiert. Ich würde einfach in seinen Kaffee spucken und wortlos weggehen. So sehr, dass der Bürgermeister von Bielefeld 2019 selber keine Lust mehr hatte und ganze 1 Million Euro demjenigen anbietet, der beweisen kann, dass diese Stadt wirklich nicht existiert. Hey, ich bin der Oberbürgermeister. Ich gehe in mein Rathaus. Das ist ja alles da. Das kann man nicht beweisen. Wie soll das denn gehen? Das ist nicht möglich. Gibt es? Wir haben diese Wette gewonnen. Und das. Nee, keine Steuerverschwendung, weil niemand wird die Million bekommen. Du kannst es ja nicht beweisen. Das geht ja nicht. Du kannst nicht beweisen, dass was nicht existiert. Genau, Nicht-Existenzen sind nie beweisbar. Genau. Die Nachricht des Tages. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Gute Arbeit. Und jetzt erledigt ihn. Und heute ist es einfach nur noch ein gängiger Internet-Joke, bei dem bei allem, was auch nur ansatzweise mit Bielefeld zu tun hat, die Existenz der ganzen Stadt mit einem einzigen Satz abgesprochen wird. Ja, ich sehe es eigentlich ein bisschen als Running Gag. Ach so, das war das Ende vom Video? Bielefeld zu tun hat, die Existenz der ganzen Stadt mit einem einzigen Satz abgesprochen wird. Das war jetzt aber, oh, das Ende war aber, hoch. Das war sehr abrupt gerade das Ende. Das, das war das deutsche Meme-Video. Ich glaube sogar, wir hätten noch Potenzial für viel mehr deutsche Memes. Aber ich glaube, der Jules wollte entweder ein kürzeres Video machen oder fand das Thema vielleicht nicht mehr so spannend. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da gibt's noch viele andere. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Und nicht zu vergessen. Die fiese Fresse. Aus der Schnauze. Ich glaube, es gibt noch Potenzial für viel, viel, viel mehr. Aber ich glaube, die meisten sind wirklich schon ein bisschen oller, sage ich mal. Ja, das war das. Schön war's. Ich fand vor allen Dingen interessant, dass es da Backgrounds zu gab. Ich finde es schön, dass es nicht nur einmal eine Aufzählung war, sondern falls ich zu wenig geredet habe, ich war auch interessiert an den Backgrounds, weil ich wissen wollte, woher die Sachen kamen, weil das sind Sachen, die man sonst so eher weniger erfährt. Also schön. Hat auf jeden Fall Potenzial für ein Nachfolgevideo, finde ich. Ja, was für ein Crime, dass das Video vorbei ist. Ja, ich wünschte, Crime hätte sich durchgesetzt. Schade. Habe ich irgendein Abschlussding hier? Nee, ne? Nicht so mimig, ich hab... Raubkopierer können sich nicht verstecken, auch nicht im Internet. Was? Keine Ahnung. Ich habe irgendwelche Scheiße auf den Knöpfen. So, viel Spaß fürs Zuschauen auf YouTube. Hier machen wir gleich weiter. Kuss auf die Nuss. Bis später. Ciao.